Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Green Hell. Wir müssen nach Osten. Hier durch und dann einfach nach... Wieso muss ich jetzt nach Osten? Moment. Wieso habe ich gerade gesagt, dass ich nach Osten muss? Ich bin jetzt hier. Und ich muss doch eigentlich hier... Ich muss bei 23 zu 43. Tut mir leid. Musste gerade husten. 23, 43. Aber das... Osten. Ich muss in die Richtung. Ich muss in die Richtung. Okay, das... Was auch immer ich mir da gedacht habe. Aber okay, wir laufen einfach. Wir laufen. Alles gut. Wir laufen. Ah, jetzt sind wir erst an der Stelle. Okay. Ich war ein bisschen irritiert. Ich dachte, wir sind woanders. Alles gut, alles gut. So klärt sich alles auf. Aber ich habe ein... Oh, achte mal, das Essen. Wir müssten jetzt bald an der Stelle kommen, wo wir hochklettern können. Aber das ist uns egal. Wir wollen erstmal speichern. Wichtig. Wenn ich schon so doof bin und ständig in Schlangen renne, müssen wir auf jeden Fall speichern wieder. 43, das heißt, da haben wir noch ein bisschen weiter nach Osten. Hier war ein Baumstamm, der rübergeführt hat. Und ich hoffe, den erreichen wir jetzt, bevor uns irgendwas tötet. So. Ich gehe mal wieder ein Stück weiter hier hoch, damit wir uns ein bisschen mehr an der Felswand orientieren können. Jetzt müssten wir eigentlich fast vorne sein. So von der Einschätzung nach, wie weit wir laufen. Hier könnten wir hochklettern, das machen wir jetzt nicht. Ich will erst wir gehen nachher zurück und klettern da einmal hoch, aber erst... Das ist nochmal eine Nuss, die essen wir. 43, 23. Das lasse ich jetzt ausnahmsweise in Ruhe, weil wir sonst total überlastet sind. 42, 24. 42, 24, wir sind fast da. Unten müsste jetzt der Fluss kommen und dann müssten wir da sein. Also wir müssten tatsächlich so gut wie diesen Baumstamm erreicht haben, über den wir rübergegangen sind. Ja, ja, ich weiß. Aber drüben hast du was zum Schlafen, also beklag dich nicht. So, hier müsste irgendwo... Hier ganz, ganz in der Nähe auch die Bananen. Müsste die eigentlich mitnehmen oder zumindest jetzt essen. Deswegen, wir essen die mal. Kann ich bitte auch noch die anderen essen? Die ja, doch, da sind sie. So, viele Kohlenhydrate für uns. Auf die Gefahr, dass ich jetzt genau überladen bin, aber ich muss hier. Wo war denn jetzt der? Da vorne ist er. Da geht's hoch. Und da ist noch ein... Oh Gott. Ja gut, warte, das geht aber alles. Das geht. Die können wir auch gleich... Da können wir trinken, weil wir ein bisschen... Und mir fehlen noch bestimmt wieder Nährstoffe, oder? Mir fehlt Flüssigkeit vor allem. Erstmal die Bananen hier wieder. Die sammeln wir einmal. Wir haben Egel, ich weiß. Essen. An Fetten mangelt es uns gerade nicht, wenn ich das so sagen darf. Durch... Ich verschwinde. So. Hier oben irgendwo müssten wir ganz, ganz in der Nähe sein von unserem Lager. Da ist es. Oh, Gott sei Dank, wir können. Ja, lass mich bitte einmal speichern, bevor wir irgendwas anderes machen. So. Speichern. Wir untersuchen uns auf Egel und machen die weg. Oh, ist das widerlich immer. Oh, ich hasse Egel. Das wäre furchtbar für mich im Dschungel. Nur schlimmer wären noch die Würmer. Und jetzt können wir nämlich auch schlafen, ohne dass wir irgendwie einen Wurm oder sowas kriegen. Und dann gehen wir, bevor wir nach Lambda 2 gehen, würde ich mal sagen.
So, erstmal richtig ausschlafen wieder, damit wir keine Dingsen bekommen. Jetzt würde ich hier einmal den Schildkrötenpanzer. Oh gut, was ist uns verdorben? Eins der. Ah, so ein Fleisch ist schon weg. Sammeln bitte. Regnet es eigentlich gerade? Ja, natürlich regnet es gerade, sonst hätte ich uns jetzt das andere Fleisch gemacht. Aber solange es regnet, können wir das lassen. Wir haben aber noch die Zwiebel, die nicht. Okay, da gibt es halt nur Kohlenhydrate, aber dafür jede Menge davon. Ich lasse die Maus mal, wie sie ist. Wir können einmal Mausfleisch raussammeln, aber halt nicht jetzt unbedingt. Was nehmen wir mit der Paranuss? Ich weiß es noch nicht. Ich hätte hier so gerne Holz. Warte mal, wir haben hier zwei Holzscheite. Kann ich hier nicht einfach schnell über mein Feuer so einen blöden Rahmen bauen? Uns fehlen danach nur noch zwei Holzscheite. Das müsste sich doch eigentlich erledigen lassen, oder? Dass wir da jetzt einfach mal ganz schnell was bauen. Also ganz schnell, wie schnell das halt hier so geht. Der Baum da vorne gibt auch Holzscheite. Noch nicht schon wieder. Wo? Mistvieh. Mistviech. Wir müssen gleich nochmal so einen Verband drauf tun. Oder ich lade. Das könnten wir auch machen. Aber laden ist immer so. Ne, ich will nicht laden. Wir laden ist so ein bisschen wie cheaten. Na komm, den Tabakverband nochmal drüber. Schadet ja nicht. Den passenden habe ich gerade einfach nicht. Oh, na gut, muss meine Axt wieder hier. Gott, habe ich mich erschrocken. Okay. Oh, weil ich es nicht lassen kann, ne? Ich gehe mal ganz kurz in die Richtung. Der soll nicht da runterfallen. Kackschlange! So. Dann brauchen wir noch lange Stöcke. Ich hasse Schlangen. Wir haben es jetzt auf dem Weg hierher geschafft, zweimal von Schlangen. Irgendwann müssten wir doch streng genommen immun sein gegen das Gift, so oft wie wir hier schon. Ja gut, wobei jetzt, wie oft sind wir denn schon gebissen worden? Ich wünschte, ich hätte darüber eine Übersicht, wie viele Schlangenbisse wir schon überlebt haben. Aber Fakt ist einfach, Hauptsache, wir überleben sie überhaupt. So, jetzt brauche ich fünf lange Stöcke. Ganz toll. Fünf lange Stöcke. Das gibt keine langen Stöcke. Du gibst lange Stöcke. Zwei Stück, wenn wir Glück haben und du nicht irgendwo hinfällst, wo ich sie nicht sammeln kann. Der zweite lange Stock, das ist leider nur normaler. Ich wünschte, wir könnten aus Baumstämmen lange Stöcke sammeln. Das wäre cool. Da ist auch noch mal einer. Dann fehlen noch Seile, aber die kriegen wir hier zum Glück. Wo habe ich jetzt gesagt? Da ist noch einer. Genau. Das hätte ich schon das erste Mal machen sollen, als wir hier waren. Oh, guck mal. Wir schwitzen das Fieber einfach raus. Bitte noch ein zweiter. Dankeschön. Bitte noch ein dritter. Hätte ja funktionieren können. Danke. Danke, Spiel. Du machst es ausnahmsweise gut mit mir. Das ist ja zauberhaft. So, jetzt bitte einmal Seile. Seile. Seile und Seile. Da müssen wir jetzt nur noch ein Dach drauf bauen, aber das kriegen wir hin. Wir haben hier massig alles eigentlich. Wir machen ein. Was machen wir denn da drauf? Wir machen da einfach ein Bananendachblatt drauf. Nein. Dankeschön. Und dann hauen wir da das Bananenbäumchen. Ist das da drüben ein trockenes? Das ist ein trockenes Blatt. Dankeschön. Ja, danke. So, dann bauen wir da Blätter drauf. Dann kann ich nämlich tatsächlich mein Feuerchen anmachen, was uns einfach Vorteile bringt. So, brauchen noch ein paar Blätter, aber das ist kein Problem.
Es ist halt immer ein bisschen doof, ne? Also ich wünschte mir manchmal auch, dass wir andere Möglichkeiten hätten, aber leider, wir müssten einfach so, ganz ehrlich, wenn ich im Dschungel gestrandet wäre, sozusagen, ich würde nicht jedes Mal ein Riesengerüst bauen, ich würde einfach so ein kleines Dächlein über mein Feuer machen. Dass das nicht geht, finde ich tatsächlich sehr schade und ein bisschen unrealistisch, denn seien wir ehrlich, ihr würdet auch nicht vorher 100 Bäume fällen, bis ihr euch irgendwie was, 5 Stück noch, bis ihr euch irgendwie ein kleines Dach bauen könnt, damit ihr was zu essen machen könnt oder Wasser abkochen. Ihr würdet da auch einfach nur so ein möglichst kleines, möglichst unscheinbares und vor allem möglichst schnell fertigstellbares Dächlein drüber setzen, oder? Schätze ich euch da jetzt gerade komplett falsch? Einfach mal, du bist doch auch nicht so ein Ding. Ich glaube, das wäre doch die erste Reaktion, die man hat, oder? Wir bauen uns ein möglichst kleines, süßes Dächlein über unser Lagerfeuer. Muss ich übrigens die Kokosnussschalen hier wieder ein bisschen außerhalb hinlegen, damit da wieder Wasser reinkommt. Und ich müsste mich erstmal schlafen legen, bevor wir. Was fehlt mir alles? Wasser vermutlich. Wasser, Proteine, ja, alles eigentlich. Wir werden gleich. Ich speichere nochmal. Ich speichere nochmal. So. Und jetzt schlafen wir nochmal, denn sonst kann ich kein Feuer machen. Das Fieber ist einfach sehr anstrengend für uns. Trifft sich aber ganz gut. Viel. Wunderschön. Und jetzt können wir hier tatsächlich mit dem Feuerchen. Und einmal. Nee. Doch hier. Einmal trockenen Blättern ein Lagerfeuerchen machen. Das Fleisch wird inzwischen verdorben sein, fürchte ich. Oder? Oh nein, nein, es hält gerade noch so sehr gut. Dann können wir das jetzt erstmal hier machen. Noch nicht alles. Ein Teil von unserem Fleisch ist verdorben. Aber nicht alles. Das können wir jetzt wieder sammeln. Für Maden. Sammelst du das bitte? Spiel. Oh nein. Hallo, Spiel. Hallo? Es macht nichts mehr. Oh, gut, dass wir eben gespeichert haben. Ich kann mich nämlich nicht mehr bewegen. Es macht nichts mehr. Es ist irgendwie. Jetzt öffnet es nicht mal mehr das Inventar. Okay. Ich bin gleich wieder da. Wir müssen halt dann das Fleisch nochmal schnell machen. Aber es tut sich nichts mehr. Egal, was ich klicke, es geht nicht. Bin gleich wieder bei euch. Sind wir wieder? Unsere geistige Gesundheit ist aus irgendwelchen Gründen nicht sonderlich gut. Ich habe keine Ahnung, warum. Wir benutzen das erstmal. Wir machen ein Feuerchen, dann geht die auch schon wieder hoch. Keine Ahnung, warum eben plötzlich das Spiel gestreikt hat. Aber als ich es eben geladen habe, war unsere geistige Gesundheit irgendwie im roten Bereich, was ich nicht gut finde. So, Klapperschlange und Klapperschlange. Und darf ich das jetzt bitte? Ich würde jetzt trotzdem mal trinken, weil wir Fieber hatten. Dankeschön. Und jetzt darf ich das diesmal sammeln. Ja, diesmal macht er das sehr schön. Nochmal sammeln. Wenn wir jetzt in der Nähe vom Feuer bleiben, dann sollte das auch uns bald wieder relativ gut gehen. Ja, wir werden gleich Proteine vom Feuer kriegen, genau. Vom Fleisch bekommen. Wir sollten in der Nähe vom Feuer bleiben. Ich könnte die Zwiebel essen, bevor sie schlecht wird. Sollte die Zwiebel essen, bevor sie schlecht wird. Das wäre sonst so schade. Und ich. Wollen wir nochmal speichern? Bin ich sicher. Ich würde warten, bis das Fleisch fertig ist und dann speichern wir nochmal. Haben wir eigentlich mal wieder was mit mir? Nein, wir können nicht mal mehr fragen, wie es ihr geht. Das ist schön. Kann ich bitte mein Fleisch haben? Ich habe Hunger. Danke. So, Fleisch ist da. Dann speichern wir nochmal kurz. Und zwar, ja, komm, wir speichern einfach das von letzter Nacht. Und dann könnten wir. Wir haben jetzt. Guck mal, jetzt haben wir wieder Platz im Inventar. Traurigerweise. Da nochmal was trinken. Hier nochmal was trinken. Und jetzt können wir den aber auch wieder mitnehmen. So. Und dann würde ich doch mal sagen, wir gehen wieder zurück, oder? Wir haben hier irgendwo den. Da. Wir gehen wieder ein Stück zurück, nämlich nach.
Also wir sind gerade hier ungefähr. Und wir gehen wieder darüber. Also wir gehen wieder nach 22, 42. Also einfach wieder dem Berg entlang, weil ich gerne wissen möchte, was da oben ist, wenn wir den Kletterhaken benutzen. Wir haben gespeichert, alles ist gut. Ich darf nur nicht vergessen, dass jetzt die Folge. Dass jetzt die Folge schon mal ein bisschen angefangen hatte. Ich vergesse sowas total gerne. Da gucke ich auf die Uhr, denke so, ja, ist ja noch gar nicht so lang. Und vielleicht verhindere ich diesmal, dass wir schon wieder in eine Schlange laufen. Das wäre doch mal ganz cool. Ich sehe es kommen. Jetzt laufe ich nicht in eine Schlange, aber irgendeine Großkatze taucht auf und frisst uns. Oder ein Stammeskrieger, der uns tötet. Oder was weiß ich. War das hier schon? Nein, das war hier noch nicht. Ich könnte ja eigentlich auch einfach gucken, wo es hier. 43, wir laufen 22, wir müssen fast. Da ist es. Hier ist es. Ach so, ja, nein, nein. Yay! Sehr schön. Wo sind wir jetzt? Das ist jetzt die große Frage. Wir sind gerade, also gestrichen, wir sind gerade hier. Eventuell ist es ein Höhlensystem, was hier oben entlang läuft. Wir gucken uns einfach mal um, was wir hier so finden. Große Steine, okay. Oh, warte mal. Kann es sein, dass wir. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ich glaube, ich weiß es. Hier gab es früher einfach keine Kletterstelle. Das war da, wo wir unser Lager hatten. Das war hier. Wisst ihr noch? Wir mussten ja mal aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Und hier vorne haben wir dann in der Höhle ein Lager gebaut. Einfach weil ich ja irgendwo speichern musste. Und hier, genau, wir mussten hier immer über diesen Baumstamm drüber. Ich gehe auch gleich zurück. Keine Sorge. Ich wollte nur gucken, wo das hinführt. Und da vorne war dann immer. Warte mal, ist hier was? Nö, hier ist nichts. Und hier vorne war dann auch so ein Tot. Genau, so ein komisches Totem-Ding. Neuer Ort entdeckt. Und wie gesagt, den kennen wir. Wir sind jetzt. Früher konnte man hier einfach so durch die Höhle durch. Wir müssten hier auch nicht runterklettern, das würde so gehen. Ist das da drüben ein? Moment. Nein. Ich dachte, ich habe meinen Bogen. Jetzt der Bogen. Ach, das ist ein Vogelnest. Ja. Achso, genau. Vogelnester werden ja woanders gespeichert. Gut, wir gehen zurück. Speichern nochmal vor unserem. Zu Hause und dann gehen wir nach Lambda. Hier ist das also. Oh, home sweet home. Schön wieder da zu sein. Jetzt natürlich ohne Speichermöglichkeiten und alles und ohne unseren Wasser. Oh, ich hätte so gern unseren Wassersammler wieder. Ja, aber die kleinen Affenköpfchen kennen wir halt noch, ne? Das ist ja. Ja. Ne, drei. Wir kennen uns gut. Hier haben wir ganz lange ums Überleben gekämpft mit unserer Infektion. Ach, war das schön. Nicht schön, nicht schön. Ich will sowas nie wieder haben. Vor allem nicht jetzt. Das würde mich so ätzen. Ganz ehrlich, es wäre so ätzend. Wenn man versucht, die Story zu spielen und du hast gleichzeitig einfach so eine Infektion, die du nicht besiegt bekommst, was sich irgendwie stundenlang auffällt im Spielfluss. Ich glaube wirklich, das wäre so ein Moment, wo ich sagen würde, ich lade einen alten Spielstand. Wozu speichere ich denn alle 5 Minuten? So. Es regnet schon wieder. Das ist gut. Dann kriegen wir wenigstens was zu trinken nachher. Bleibt das jetzt da oder muss ich praktisch jetzt an jeder Kletterstelle. Ich muss an jeder Kletterstelle neu den Kletterhaken verwenden. Okay. Aber alles gut. Voll cool. Wir haben unser altes Zuhause wiedergefunden. Ich mag das. Okay, jetzt gehen wir einfach hier am Rand wieder entlang. Ich weiß nicht, ob wir eventuell Vorräte suchen sollten, wie Lianen und sowas, aber
Erstmal möchte ich wieder nach Hause zum Speichern. Ich bin immer ganz froh, wenn wir da wieder sind, wie ihr vielleicht merkt. Das ist. Das ist immer so ein. Ich muss. Es sind so viele trockene Blätter. Das sind so schön viele. Das waren, glaube ich, drei Stück. Wenn ich sie wiederfinde. Da waren noch so viele. Wo sind die? Muss mal ganz kurz hier die Blätter einsammeln. Hier waren noch drei trockene Blätter an dem blöden Ding, oder? Kann ich die bitte. Da ist ein trockenes Blatt, ja. So, jetzt gehen wir hier kurz rüber. Legen die ab. Da ist ein trockenes Blatt. Da ist ein zweites trockenes Blatt. Und da hinten sehe ich das dritte trockene Blatt. Nein, dich wollte ich gar nicht. Dich wollte ich haben. Damit wir. Oh, da ist sogar noch ein viertes. Ja, super. Dann. Die wiegen nämlich, glaube ich, auch praktisch nichts. Und wir brauchen sie halt immer wieder. Wir haben zwar jetzt auch ein Vogelnest gefunden, ne? Der arme Vogel. Aber, und da steht Psychotria. An diesen richtig, richtig großen Bäumen, das wissen wir inzwischen auch. Oh, das sind noch mehr. Das sammle ich jetzt aber nicht. Wir haben jetzt, glaube ich, erstmal genug trockene Blätter wieder. Da sind aber Bananen, die wir mitnehmen können. Und dann gehen wir jetzt schnell wieder Richtung Speicherpunkt. Wir müssen jetzt bei knapp. Was tun diese Tiere da unten? Ich hinterfrage das mal nicht. Das sah ein bisschen nach Paarung aus. Und da unten war eine Krabbe. Wir könnten versuchen, uns eine Krabbe zu fangen. Wart's ab, wart's ab. Hier. Speichern. Nein, nein, nicht da. Da überspeichern wir bitte. Ich bin speichersüchtig und ich schäme mich nicht dafür. Da sind auch. Ja, wir brauchen jetzt keine trockenen Blätter mehr. Wir haben hier so viele. Mein Speer war auf. Und ich erinnere mich noch, mit Speeren kann man ganz wunderbar Krabben fangen. Ich kurz erschreckt vor dem kleinen Schweinchen hier. Oh, oder aber. Das ist so verbuggt, dass ich es gar nicht mehr erwische, oder wie? Ah doch. Wow. Okay. Hasst mich nicht, sie waren gerade da. Okay, ich werde mir oben einen kleinen Knochenstapel machen. Das Fleisch können wir alles mitnehmen, glaube ich. Die Knochen. Ja, das Fleisch haben wir eingepackt, die Knochen nicht mehr. Wow. Okay. Tja, Krabbe, du hast Glück. Ich brauche dich nicht mehr. Aber ich muss gleich unbedingt speichern. Speichern? Fleisch oben braten? Das heißt, mit ein bisschen Kohle das Feuer weiter am Laufen halten. Und dann holen wir uns die Knochen und legen die nach und nach oben ab. Also leid mir das jetzt tut, aber das Fleisch ist eins von denen, die haben Fett dran. Das sind Proteine, die wir dringend brauchen. Und wenn die beiden schon da stehen. Endlich hat's der Dschungel mal gut mit uns gemeint. Das darf man ja nicht versch. Die Geschenke der Natur soll man nicht ver. Oh Gott, sind wir überladen. Die Geschenke der Natur soll man nicht verschwenden. So. Wasserschwein, Fleisch. Wir haben leider nichts zum Trocknen. Wobei ich das theoretisch jetzt auch auf die Schnelle bauen könnte. Also so wäre es nicht. So, dann packen wir das hier hin. Wir sind immer noch überladen, aber egal. Ich muss ein bisschen Kohle hier reintun, damit das Feuer nicht ausgeht. Ich guck mal eben ganz kurz, ob wir einen. Warte mal, das könnten wir jetzt auch noch schnell weglegen. Ich muss ein paar Sachen ablegen. Ich muss echt Sachen aus dem Inventar kriegen, dass wir wieder runtergehen können zum. Warte mal, das Bidon können wir kurz rauslegen. Das Ding hier. Die Dose. Einfach nur, damit wir schnell runtergehen können. Das Fleisch braucht einen Moment. Und ich speichere mal nicht. Ich würde gerne vielleicht. Warte mal, wo ist denn das jetzt? Ist das hier? Nein. Da auch nicht. Da auch nicht. Einträge. Das hier. Feuer. Wasser. Hier vielleicht irgendwo?
Wir haben doch irgendwann ein Trockengestell gefunden, oder? Wo war das denn? Das sind unsere Pflanzen. Das ist unsere erste Hilfe. Ideen. Auch nicht. War das vielleicht hier dabei? Bambus. Da, ein Trockengestell. Das bauen wir uns. Und zwar, wir haben jetzt gleich so viel Fleisch, dass es einfach ein Jammer wäre, das nicht aufzubauen irgendwo. Warte mal, wir müssen ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir genug Haken dafür haben. Aber oh, oh Gott, ich muss kurz schlafen. Das ist, wir sind total müde. Ich kann gerade nicht lange schlafen wegen dem Fleisch. Das ist. Wir sind schmutzig. Fleisch ist aber noch. Ich muss halt das Fleisch jetzt schnell zubereiten, bevor es schlecht wird. Ich glaube, das Trockengestell, dafür habe ich, glaube ich, zu wenig Haken. Dafür brauche ich hier Haken, die habe ich nicht. Ich mache das mal wieder weg. So. Jetzt können wir uns noch mal kurz schlafen legen. So. Habe ich das jetzt? Oh, das ist verbrannt. Schade. Egal, wir haben noch ein bisschen was. Das verbrannte Fleisch, ich weiß nicht, was wir damit machen können. Kann ich das vielleicht sammeln für irgendwas? Oder? Okay, wir könnten es essen, aber ich glaube, das ist nicht sehr gesund. Wir gehen gleich runter. Und vor allem gucke ich erstmal, was wir an Nährstoffen brauchen. Alles. Insbesondere aber Proteine und wir müssen uns waschen. Ich gehe mal schnell runter und wasche mich. Und dann gucken wir, ob die Knochen noch, die sind noch da. Perfekt. So. Waschen bitte. Wir sind super dreckig. Und wenn ich jetzt esse, könnten wir halt locker Parasiten bekommen. Das wollen wir nicht. Und ein neuer Dialog mit Mia. Ja, dann gucken wir uns gleich an. Erstmal waschen. Noch einmal bitte. Und dann machen wir noch schnell den hier. Und dann sage ich einfach schon mal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder. Denn ich hole jetzt erstmal. Ich werde jetzt erstmal oben ganz kurz was essen. Und dann hole ich schnell die Knochen. Und ich glaube, das mache ich aber ohne euch, weil wir werden jedes Mal überladen sein. Ihr müsst, glaube ich, nicht sehen, wie wir da fünfmal hochschleichen und einfach nur erledigt und K.O. sind. So, dann essen wir jetzt erstmal schnell was und dann gucken wir weiter. So, das hat ordentlich was gebracht. Aber ich glaube, wir haben auch Durst, oder? Ja, wir haben. Okay, wie gesagt, macht euch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und wir sehen uns dann das nächste Mal hoffentlich wieder bei Green Hell. Bis dahin. Bye, bye.